Schön, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde darüber reden, was die Auswirkungen von dem bedingungslosen Grundeinkommen auf Zeitwohlstand sind. Und dazu gibt es irgendwie eine These und die lautet, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen so Zeitwohlstand total viel fördern würde. Und zwar, weil es einen Gewinn an Zeitautonomie gibt, an Zeitsouveränität, aber auch an so einem zeitlichen Wohlbefinden. Und damit irgendwie dazu führen würde, dass wir so eine Transformation zu einer Postwachstumsgesellschaft haben oder so eine Degrowth-Gesellschaft haben. Genau. Und Arbeitszeitverkürzung spielt dabei halt eine relativ zentrale Rolle. Das ist meiner Ansicht nach in unserer aktuellen Gesellschaft der Grund, dass wir halt einen Mangel an Zeitwohlstand haben, ist eigentlich vor allem darin, dass wir halt sehr lange Arbeitszeiten haben und Arbeitszeitverkürzung würde eben dem entgegenwirken. So, und wenn wir jetzt uns diese These anschauen, gibt es eigentlich so drei Unterfragen, die dabei entstehen und die auch meinen Vortrag ein bisschen gliedern werden. Das erste ist natürlich, warum benötigt eine Postwachstumsgesellschaft überhaupt Zeitwohlstand? Also ich werde das nur so ein bisschen grob anschneiden, das kann man noch viel mehr diskutieren, aber nur so ein bisschen, was die Motivation sozusagen dahinter ist. Dann die zweite Frage ist, warum führt eine Arbeitszeitverkürzung zu mehr Zeitwohlstand? Das ist ja irgendwie, scheint man erstmal so ganz offensichtlich, hat aber mehrere Aspekte, die sich auch anzugucken lohnen. Und die dritte Frage ist, was ist die Auswirkung von bedingungsloses Grundeinkommen auf Zeitwohlstand? Und da könnte man sagen, es gibt irgendwie so einen indirekten Effekt über diese Arbeitszeitverkürzung, aber auch irgendwie ganz direkte Effekte von so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Genau, dann komme ich einfach zur ersten Frage. Warum ist Zeitwohlstand für eine Postwachstumsgesellschaft notwendig? Und da ist es wichtig, dass wir uns erstmal angucken, was bedeutet eigentlich Zeitwohlstand? Und meiner Ansicht nach hat das vier Aspekte. Das ist Zeitautonomie, Zeitsouveränität, eine Teilhabe an Zeitinstitutionen und auch ein zeitliches Wohlbefinden. So eine Zeitautonomie bedeutet halt nicht einfach nur Freizeit sozusagen, sondern frei verfügbare Zeit. Und zwar theoretisch frei verfügbare Zeit. Wenn jemand sich freiwillig entscheidet, irgendwie, obwohl er sehr reich ist, irgendwie einen 80-Stunden-Job zu machen, weil er daran Spaß hat, dann hat er trotzdem vollständige Zeitautonomie. Also Zeitautonomie bedeutet, dass halt die frei verfügbare Zeit absichtlich dieser Zeit, die wir brauchen, um notwendigen Tätigkeiten nachzugehen. Und was notwendig ist, ist natürlich dann eine gesellschaftliche Frage, aber erstmal so die grundlegende Definition. Das zweite ist Zeitsouveränität. Das geht darüber hinaus. Das bedeutet, dass wir auch eine Wahlfreiheit haben darüber, wann und wie lange wir einer bestimmten Tätigkeit nachgehen. Und diese beiden Sachen sind total zentral für eine Postwachstumsgesellschaft, weil sie halt aus einer ressourcenschonenden Arbeit, aber relativ arbeitsintensive Tätigkeiten ermöglichen. Also zum Beispiel Reparatur von Gegenständen oder so. Da brauchen wir halt eine Menge einfach freier Zeit, frei verfügbarer Zeit, damit wir irgendwie unsere Gegenstände wieder reparieren können und sie nicht wegschmeißen und damit halt auch einen ökologischeren Lebensstil ermöglicht. Und das andere ist eine Teilhabe an Zeitinstitutionen. Zeitinstitutionen sind zum Beispiel so ein freier Sonntag. Also ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, was in so einem Sonntag oder so einem Feiertag, da ist irgendwie so ein ganz bestimmtes Gefühl, liegt so in der Luft. Und das zeigt halt auch, dass der Wert von einer freien Zeit ist halt abhängig davon, ob andere Leute auch eine freie Zeit haben und wie diese Zeit dann eingebettet ist. So, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für Zeitwohlstand, genauso wie zeitliches Wohlbefinden. Das wurde so ein bisschen beschrieben unter dem Begriff der Resonanz. Das ist relativ ähnlich dem. Und das heißt so ein positives Gefühl der Resonanz und ist eine Abwesenheit von so negativen Empfinden wie Zeitdruck oder Zeitnot. Und letztere beiden, glaube ich, dass relativ zentral sind für eine Postwachstumsbewegung, weil sie halt auch eine Attraktivität fördern für Leute, die vielleicht nicht so umweltbewusst sind. Die sagen, okay, die Umwelt ist mir eigentlich egal, aber irgendwie, ich brauche so einen anderen Wohlstandsbegriff irgendwie, dass ich irgendwas erlebe, was tatsächlich für mich irgendwie persönlich relevant ist. Genau, und das sind halt quasi die beiden Gründe, weshalb Zeitwohlstand für eine Postwachstumsgesellschaft total relevant ist. Und die zweite Frage ist natürlich jetzt, was wäre so eine Folge von einer Arbeitszeitverkürzung auf Zeitwohlstand? Es gibt eine Menge Auswirkungen sozusagen. Und das erste wäre natürlich einfach, die Leute arbeiten weniger, sie haben mehr frei verfügbare Zeit. So, das heißt, sie haben eine höhere Zeitautonomie, aber gleichzeitig, wenn sie höhere Zeitautonomie haben, haben sie auch höhere Zeitsouveränität, weil sie einfach es gibt mehr freie Plätze, an denen sie Dinge, an denen sie Aktivitäten, die sie jetzt auch schon frei wählen können, gestalten können. Aber die Annahme dahinter ist natürlich, dass sie genügend Einkommen haben. Also wenn die Leute irgendwie zwar ihre Arbeit reduzieren, aber am Schluss kein Einkommen mehr haben und irgendwie den ganzen Tag mit Essen sammeln beschäftigt sind, dann sind sie halt auch einfach, haben sie keine freie Zeit mehr und keine Zeitautonomie mehr. Und das zweite ist, dass eine Arbeitszeitverkürzung auch eine egalitäre Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ermöglicht und damit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also das auch ganz konventionelle Studien finden das auch heraus, dass Leute, Familien, denen zum Beispiel beide Partner Teilzeit arbeiten, eine total viel bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Und dadurch gibt es weniger Zeitkonflikte und damit auch ein höheres zeitliches Wohlbefinden. Das dritte ist natürlich einfach, dass durch irgendwie eine Arbeitszeitverkürzung sind auch mehr so Zeitinstitutionen möglich. Das wäre auch ein positiver Aspekt.
Und eine Arbeitszeitverkürzung ermöglicht auch, dass man seine Arbeitszeit quasi flexibler einteilt. Das ist auch eine Ausübung von Zeitsouveränität. Da ist natürlich die Annahme dahinter, dass diese Flexibilisierung keine passive Flexibilisierung ist, also dass nicht der Arbeitgeber darüber entscheidet, wann man arbeitet und wann nicht, sondern dass halt die Person selber darüber entscheiden kann. Und die Annahme dahinter ist halt, dass es auch nicht eine Intensivierung der Arbeitszeit, also dass man halt nicht quasi die gleiche Tätigkeit einfach nur in weniger Zeit macht sozusagen. Also wir brauchen also eine proportionale Reduktion der Arbeitsmenge entsprechend mit der Arbeitszeitverkürzung, und das wäre dann halt so ein Jobsharing auch so ein Beispiel dafür. Und das Letzte, was noch eine Konsequenz ist von einer Arbeitszeitverkürzung normalerweise, geht damit auch eine Einkommensreduktion einher. Und tatsächlich würde ich sagen, dass das aus zeitpolitischer Aspekten her positiv ist sozusagen, weil es so ist, dass quasi durch das geringere Einkommen sinken die Güter, die wir uns leisten können und so. Gleichzeitig haben wir mehr Zeit, das heißt, wir haben mehr Zeit für jedes einzelne Produkt, und das führt dazu, dass die empfundene Zeitnot sinkt. Also wir haben nicht mehr das Gefühl, ja, ich wissen gar nicht, wie wir diese ganzen Bücher, die bei uns im Regal zu Hause stehen, lesen sollen. Also das ist nicht das Problem mehr sozusagen, sondern wir haben die Zeit, um diese Bücher zu lesen. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist natürlich, wenn man einfach weniger Einkommen hat, hat man auch einfach weniger Optionen. Wir haben nicht mehr 1000 Urlaubsziele zur Auswahl. Und das ist auch einfach eine Erleichterung. Also wir haben gewisse, diese Opportunitätskosten von einer Entscheidung sozusagen sinken auch so. Wir müssen sich fragen, ja, war das jetzt nicht gut, dass wir jetzt da in Urlaub gefahren sind, oder hätten wir lieber dorthin fahren sollen? So, und das ist erleichtert halt, glaube ich, was. Und das hört auch tatsächlich zu einem höheren zeitlichen Wohlbefinden. Genau, also wir können zusammenfassen, Arbeitszeitverkürzung kann Zeitwohlstand fördern. Aber es gibt einige Bedingungen sozusagen dafür. Und das eine ist halt diese passive Flexibilisierung, die darf nicht stattfinden. Dann, dass es keine Arbeitsintensivierung geben in der Arbeitszeit selber. Und dann ist es halt auch so, dass ja neue Jobs quasi vielleicht frei werden, andere Leute ihre Arbeitszeit reduzieren. Es ist halt wichtig, dass die neuen Jobs halt nicht irgendwie an Menschen zwangsvergeben werden, sondern dass sie das halt freiwillig ausüben, diese Arbeit. Also wenn jemand irgendwie vorher erwerbslos war und dann jetzt irgendwie vom Arbeitsamt gezwungen wird, so einen Job aufzunehmen, der gar nicht will, dann ist das halt gar nicht positiv für Zeitwohlstand. Eine andere Bedingung ist noch, dass es einen Einkommensausgleich gibt für Geringverdiener, dass sie halt eben weiterhin diese Zeitautonomie haben. Und das Letzte ist irgendwie, dass dieses Zeit-Produkt-Verhältnis nicht sinkt. Das ist das, was ich gerade gesprochen habe. Dass es nicht so ist, dass die Gütermenge mehr steigt, als die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Also weil wenn wir ein Grundeinkommen haben, haben wir auch erstmal mehr Einkommen und können es eigentlich mehr Güter leisten. Und dann haben wir erstmal das Problem, dass wir vielleicht mehr Güter zur Verfügung haben, aber die Zeit, die wir quasi pro Produkt haben, sich nicht unbedingt verbessert. Genau, das war die zweite Frage eigentlich. Und die dritte Frage ist die letzte. Welche Rolle spielt jetzt ein Grundeinkommen in dieser Debatte? Also welche Auswirkungen hat ein Grundeinkommen auf Arbeitszeitverkürzung, aber auch auf Zeitwohlstand? Und ich glaube, da ist wichtig, dass man sich erstmal anguckt, was ist überhaupt ein Grundeinkommen für eine Maßnahme, für eine politische Maßnahme der Arbeitszeitverkürzung. Und ihr seht das ja vielleicht hier in der Tabelle sozusagen, hier unten steht das Grundeinkommen, und wir können das halt abgrenzen. Es ist eine ermöglichende Maßnahme, also es ermöglicht Menschen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Das heißt nicht unbedingt, dass sie das dann auch machen, aber es ermöglicht es ihnen und grenzt sich damit halt von strikteren Maßnahmen ab, die halt Arbeitszeitverkürzung fördern oder sogar verordnen. Und so fördern wäre zum Beispiel irgendwie, dass man sagt, lange Arbeitszeiten werden überdurchschnittlich stark besteuert. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr eigentlich für Überstunden. Also Überstunden machen kann, der Arbeitgeber lässt das gar nicht zu, weil das kostet ihm zu viel zum Beispiel. Das wäre noch eine striktere Möglichkeit. Oder auch verordnen, einfach so eine ganz allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die wären halt beide wesentlich strikter sozusagen. Das ist eine relativ indirekte Maßnahme. Also es greift eigentlich erstmal nicht die Zeitregime an, die wir haben, sondern passiert auf einer anderen Ebene sozusagen. Also es ist zum Beispiel anders als so ein Recht. Ja, so ein bisschen haben die Menschen ja auch das Recht, irgendwie unbezahlten Urlaub zu nehmen in gewissem Maße. Und das wäre so eine andere Methodik, die ein bisschen direkter wäre. Genau, meiner Ansicht nach gibt es halt zwei Effekte, wie das bedingungslose Grundeinkommen Arbeitszeitverkürzung beeinflussen würde. Also es geht jetzt erstmal noch nicht um Zeitwohlstand sozusagen, sondern erstmal nur Arbeitszeitverkürzung selbst. Das wäre erstmal so ein Einkommenseffekt und dann so ein Sicherheits- oder Freiheitseffekt. Und der Einkommenseffekt ist dann einfach, dass dadurch, dass es halt so eine lebensunterhaltssichernde Höhe ist, ist natürlich Arbeitsaufnahme freiwillig oder vielleicht quasi freiwillig sozusagen. Und dadurch haben die Leute einfach mehr Zeitautonomie, weil sie müssen weniger Zeit arbeiten, um irgendwie ihre Reproduktion zu schaffen. So, das heißt mehr Zeitautonomie und mehr Zeitsouveränität. Und damit ist das halt auch das Grundeinkommen so eine gute Ergänzung für diese rechtlichen Möglichkeiten. Also es bringt halt jemandem nichts, wenn er das Recht hat, seine Arbeitszeit zu verkürzen, aber dass sich das einfach nicht leisten kann sozusagen. Und das heißt, es ist eine ganz gute Koppelung, wie diese beiden Instrumente zusammenpassen.
Und der zweite Effekt wäre, dass halt diese Bedingungslosigkeit und die Regelmäßigkeit und die Planbarkeit von einem bedingungslosen Grundeinkommen auch so eine gewisse private Vorsorge und auch so Arbeitsversicherung einfach weniger nötig macht. Also die Leute müssen nicht so viel sparen, weil sie Angst haben, dass sie ja vielleicht irgendwann mal haben sie dann keinen Job mehr und dann wollen sie aber trotzdem noch ihren Lebensstandard erhalten und deswegen müssen sie jetzt schon ganz viel Geld verdienen sozusagen. Also das ist alles nicht. Das heißt, sie haben auch wieder einen Zeitgewinn, einen Zeitautonomiegewinn. Genau, und damit würde ich sagen, dass halt so bedingungsloses Grundeinkommen auch so diese Vorteile hat, die eigentlich alle Instrumente haben, welche so Arbeitszeitverkürzungen nur so ermöglichen wollen. Also das Problem ist natürlich zum Beispiel an einem Instrument, was so die Regelwochenarbeitszeit reduziert, ist, dass es halt einfach sehr verordnet. Also manche Leute haben vielleicht wirklich viel Spaß daran, 80 Stunden die Woche zu arbeiten oder 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn man das ihnen jetzt nicht mehr ermöglicht und verbietet sozusagen, ist es auch ein Einschnitt in deren Zeitsouveränität. Und bedingungsloses Grundeinkommen hat das halt eben nicht. Die Leute sind weiterhin frei, das zu tun. Genau, das ist so das eine, also ein Grundeinkommen führt zu Arbeitszeitverkürzungen. Arbeitszeitverkürzungen haben wir ja gerade, habe ich ja vorhin gezeigt, führt auch zu mehr Zeitwohlstand. Aber es ist auch so, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz direkt zu mehr Zeitwohlstand führt. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns angucken, unter welchen Strukturen oder welche Strukturen wir eigentlich aktuell haben. Und ich meine, ich glaube, dass wir leben halt momentan in einer Gesellschaft, in der es mehr so postfordistische Arbeitsstrukturen gibt. Also es gibt wenig Leute, die jetzt eigentlich noch so am Band stehen und so eine strikte Arbeitszeit haben. Irgendwie fangen diese Uhrzeit an und enden um diese Uhrzeit. Sondern es ist vielmehr der Fall, dass halt Leute eigentlich so eine befristete Arbeit haben. Also es ist eben nicht mehr der Arbeiter, der am Band steht und eine Stoppuhr hat und dann geht er um so und so viel Uhr nach Hause und das war es sozusagen. Also was ja auch eine sehr entfremdete Arbeit war. Aber jetzt haben wir eigentlich so das Gegenteil. Also die Leute, das ist egal so, das Ergebnis muss da sein so. Wann und wie die Leute arbeiten, ist völlig sozusagen, können sie sich selber einteilen. Und oft sind das halt auch recht anspruchsvolle Jobs. Also den Leuten macht das eigentlich, sie haben auch irgendwie ein bisschen Spaß daran, so sind gefordert und so weiter. Aber das Interessante ist, unter solchen Umständen ändert sich halt auch die Zeitwahrnehmung. Und auch halt der Umgang sozusagen mit der Zeit. Und zwar hat man so einen ökonomischen Verwertungsimpuls, also muss seine Zeit gut nutzen. So, man hat, es ist ja seine Freizeit, also wenn man schneller arbeitet, ist man halt früher fertig, hat mehr Freizeit. Also man hat diesen Drang quasi, Sachen auch effizient zu machen. Und das führt dazu, dass man halt eine Verdichtung innerhalb der Arbeitszeit hat, aber halt auch außerhalb. Weil wenn ich quasi dann meiner Freizeit, irgendwie will ich dann halt auch meine Zeit irgendwie gut nutzen und nicht verschwenden sozusagen. Weil ich könnte ja auch irgendwie gut effizient arbeiten in der Zeit sozusagen. Und das führt dazu, dass es halt so einen ständigen Zwang irgendwie zur Produktivitätssteigerung gibt. Und das führt dazu, dass wir eigentlich so ein Gefühl von so einem Zeitdruck oder Zeitmangel haben, auch wenn es vielleicht objektiv gar nicht der Fall ist. Und was es dann halt irgendwie gibt, so, es gibt ein paar Studien darüber, dass Leute anfangen, so alternative Zeitkulturen zu vermeiden. Also Leute, die irgendwie dann total langsam sind, so, das wird dann ein Problem, weil man hat diese Geduld halt nicht mehr sozusagen, weil man ist ja in diesem Verwertungsimpuls sozusagen drin. Und dadurch ist es halt so, dass man auch andere Zeitkulturen weniger kennt und auch weniger ausübt. Und das führt insgesamt dazu, dass wir so einen Verlust von einer Zeitkompetenz haben und auch so einer Zeitempathie. Also Zeitempathie ist halt so die, ermöglicht so Resonanzbeziehungen mit anderen Menschen. Und dass das halt zu so einem zeitlichen Wohlbefinden führt. Und eine Zeitkompetenz ist halt eigentlich so diese Kompetenz, überhaupt erst irgendwie die freien Zeiträume, die vielleicht durch Zeitautonomie und Zeitsouveränität gewonnen haben, so persönlich für sich nutzen zu können. Genau, und das bedingungslose Grundeinkommen würde da halt so eine Alternative zu schaffen. Also das sind irgendwie so diese, wir haben diese postfordistischen Arbeitsstrukturen, die sind jetzt halt irgendwie aktuell da, das kann man jetzt auch gerade nicht ändern, aber das bedingungslose Grundeinkommen würde dann halt so eine Alternative entgegensetzen. So. Einfach weil die Person, man muss sich nicht mehr diesen Bedingungen unterwerfen, man muss halt nicht mehr irgendwie diese Deadlines einhalten. Wenn man diese Deadlines nicht einhält, weil man sagt, das ist mir jetzt zu viel Stress, so, den will ich mir jetzt nicht geben, dann macht man es halt nicht so. Also man ist halt freier, man muss sich diesen Diktat halt nicht mehr unterwerfen. Und das, dadurch hat man kann auch so einen alternativen Umgang mit der Zeit schaffen und das würde halt irgendwie mehr Zeitkompetenz und Zeitempathie fördern und damit Leuten auch wieder die Möglichkeit geben, tatsächlich diesen Zeitwohlstand, den sie vielleicht auch haben, also diese mehr Zeitautonomie auch irgendwie zu nutzen. Genau, aber ich sehe auch irgendwie so ein paar Grenzen beim bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt da halt auch irgendwie Probleme bezüglich auf Zeitwohlstand oder bezüglich auf Postwachstum halt nicht beantworten kann. Das ist zum Beispiel einmal das Problem, dass es vielleicht einfach kein Angebot an guter Erwerbsarbeit gibt. Also Menschen wollen ja auch irgendwie gerne was arbeiten und die wollen eine sinnvolle Tätigkeit machen
Und wenn es die aber halt gar nicht gibt in dem Umfang, also wenn es die halt, wenn man halt gewisse Jobs nur machen kann, wenn man bereit ist, 60 Stunden die Woche dafür zu arbeiten, dann schließt das einfach viele Menschen von diesen Möglichkeiten aus und schafft denen halt auch weniger Möglichkeiten, ihre Zeit auf eine gewisse Art und Weise zu nutzen. Und das könnte man zum Beispiel lösen, indem man erstmal sagt, so, wir machen erstmal Arbeitszeitaufzeichnung, weil also viele Leute haben ja auf dem Papier, wir haben ja auch Arbeitszeitgesetze, aber die werden einfach nicht eingehalten. So, die Leute stempeln sich halt auf aus und gehen wieder zurück in ihr Büro und arbeiten weiter oder haben gar keine Arbeitszeitaufzeichnung erstmal. Und wenn man sagt, okay, wir zeichnen das auf und es wird auch entsprechend geahndet, wenn Leute zu viel arbeiten sozusagen, dann könnte man das erstmal schaffen, dass manche Jobs überhaupt erstmal zugänglich werden für Leute, die das halt jetzt momentan nicht können, weil sie zum Beispiel irgendwie keine familiäre Verpflichtung haben. Und dann wäre natürlich auch noch eine weitergehende Möglichkeit, einfach sagen, wir machen allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Das wäre auch noch so eine Strategie. Das kann halt ein Grundeinkommen momentan nicht leisten. Und die anderen beiden Sachen sind halt, was ein Grundeinkommen halt ja nicht beantworten kann, ist, dass halt irgendwie immer noch diese Opportunitäts- und Entscheidungskosten für eine Zeitverwendung relativ hoch sind. So. Und das führt halt dazu, dass Leute halt einfach relativ, also es führt dazu, dass Leute sich unglücklich fühlen mit der Zeit. Weil es ist ja auch eine Belastung. So. Man muss sich entscheiden, was man mit seiner Zeit macht. So. Und das führt vielleicht dazu, dass man halt kein Zeitwohlbefinden hat. Also es klingt jetzt vielleicht erstmal mal so, weil wir haben ja diese Freiheit, das ist ja total schön, aber vielleicht macht das die Menschen gar nicht so richtig, vielleicht sind sie gar nicht so richtig glücklich sozusagen mit dieser Wahlfreiheit. Und ich glaube, dass das aber halt, irgendwie ist es ja auch ein menschliches Problem, so wir müssen irgendwie uns entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. So. Aber ich glaube, dass halt auch in so eine kollektive Zeitinstitution da eine Antwort drauf finden können. Also wenn man irgendwie weiß, okay, sonntags hat halt der Laden zu, so dann kann ich sonntags nicht einkaufen gehen. Und das erleichtert auch eine Menge daran. Und schafft halt auch so saliente Punkte, an denen Menschen sich koordinieren können. Also ich weiß zum Beispiel, wie sonntags kann ich immer mit meinen Freunden spielen, weil die haben dann nämlich auch frei. So. Also man sollte irgendwie nochmal darüber reden, ob so kollektive Zeitinstitutionen auch erhalten werden können oder wie man die sogar fördern kann. Und das schafft ein Grundeinkommen, beantwortet halt diese Frage nicht. Und das dritte ist dieses Zeit-Produkt-Verhältnis, mit was ich vorher geredet habe, dass man halt immer noch zu viele Produkte für zu wenig Zeit hat sozusagen oder zu wenig Zeit für zu viele Produkte. Das ist halt einfach dadurch, dass das Grundeinkommen zusätzlich Einkommen schafft und mehr Konsummöglichkeiten dadurch und die Konsummöglichkeiten stärker steigen als die verfügbare Zeit. Und meiner Ansicht nach, das halt zum Beispiel löst man durch so eine sozial-ökologische Steuerreform oder so. Also das wäre auch ein relativ zentraler Punkt, der, glaube ich, auch beantwortet werden muss, ohne dass das Grundeinkommen jetzt darauf irgendwie eine Antwort weiß. Genau, also ich würde sagen, man kann zusammenfassen, das Grundeinkommen sowohl halt indirekt über diese Arbeitszeitverkürzung als auch direkt Zeitwohlstand fördern kann und damit halt auch so eine Entstehung von so einer Postwachstumsgesellschaft fördern kann, weil es attraktiver wird für Menschen. Gleichzeitig reicht das aber halt nicht aus für so eine Transformation zur Postwachstumsgesellschaft, eben halt aus den drei genannten Gründen, die ich da gerade erläutert habe. Und wir brauchen daher halt irgendwie mehr Politikmaßnahmen. Also genau diese drei, die ich jetzt hier gerade genannt habe, wären zum Beispiel so Ansatzpunkte. Genau, Dankeschön.